Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und wir spielen heute Limbo. Ja, man sieht es ein bisschen anders gehalten und es ist ähnlich wie das Spiel Koma. Ist auch ein ganz altes Spiel und man bewegt sich, man kann das Spiel mit dem Gamepad spielen, je nach Version, die man sich gekauft hat. Und man kann auch mit der Tastatur spielen, mit den Pfeiltasten oder mit den WASD-Tasten. Ich spiele das jetzt mit der Tastatur und ja. Ja, an dieser Stelle nochmal ein herzliches Willkommen und ein Dankeschön fürs Reinschalten. So, oh, das klang gerade so, als ob ich mich gerade ver. Jetzt bin ich einen Berg runtergefallen. Und ich muss sagen, ich habe mir das erst jetzt gekauft und jetzt muss ich auch sagen, warum. Bald soll es ja eine Neuauflage geben, beziehungsweise einen zweiten Teil von Limbo. Und ja, da dachte ich mir, ja, das möchtest du gerne auch noch haben. Und ach so, okay. Ich habe hier auch schon mal kurz angespielt gehabt, also weiß ich hier und da, was ich schon machen muss. Weit bin ich ja natürlich nicht gekommen. Ich habe höchstens nur 10 Minuten gespielt. Bin aber nicht wirklich weit gekommen. Ja, man macht eigentlich nichts, außer sich hier rumzubewegen, ein paar Rätseln zu lösen und sich hier und da rumzuhangeln. Und ja, es ist wirklich ein süßes Spiel. Man hat ist zwar ein ganz ruhiges Spiel, man hat es gibt keine Hintergrundmusik oder sowas. Man hört nur so leise Geräusche und. Kann ich da drunter oder bin ich dann tot? Ich schätze mal ja. Ich gehe mal weiter. Mal gucken, was uns in der Dunkelheit alles erwartet. Und was ich mich die ganze Zeit frage, ist schon, warum so seine o Augen leuchten. Ich weiß es nicht. Ja. Ich steige aufs Bötchen und mal sehen, wann wir im Nimmerland ankommen. Oh, es ist ziemlich neblig hier. Ah, ich kann mich auch ein bisschen bewegen hier. Man sieht hier so ein bisschen. Wie gesagt, ich habe das ja schon mal angespielt, also weiß ich das ja auch ein bisschen hier und da, was ich machen muss. Wie gesagt, bin aber nicht weit gekommen. Ich habe nicht weit gespielt gehabt. Also, höchstens wirklich nur so 15 Minuten so. So, jetzt müssen wir hier. Hoppala. Na, hoch. So, jetzt die Ranke hier hoch. Das sieht sehr merkwürdig aus. Schaffen wir es? Ja, wir haben es geschafft. So. Hangel dich hoch, Junge. Und. Ich muss sagen, das Spiel ist ich finde das gar nicht so schlecht, dass es keine Farbe so in dem Sinne gibt, nur diese Grautöne. Und ein bisschen Hintergrundmusik ist schon da. Und das ist. Hoppala. Stimmt ja, hier waren ja diese Fallen. Okay. Ich rate euch, die nicht so weit wegzuräumen, weil wenn ihr das nämlich hier in Gras hört, kann es sein, dass ihr das nicht ganz sieht. Oh! Hoppala. So ein bisschen Anlauf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Ah ja, hier unten ist ja, spring wieder ab. Das ist nämlich sehr tricky. Weil man kommt dort eher nicht hoch, wenn man dieses, keine Ahnung, dieses Fleisch dort, dieses Fleisch dort wegkriegt. Noch ein Stückchen. Noch ein Stückchen. Oh, das ist so ekelhaft. So, Anschwung und springen! Oh Gott. Okay. Oh. Nein! Mist! Naja, probieren wir nochmal.
Ist ja kein Ding, wir wissen ja, wie es geht. So, ich gehe wieder hoch. Und hopp. Oh. So, und jetzt schwingen. Indem wir die einfach nur ein bisschen so, ne, Pfeiltasten. So nach rechts, nach links. So, gut, so. Ich mag vor allem diese Atmosphäre des Spiels. Ich mag das. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag solche Spiele. Ah ja, ja, die Stelle kenne ich. Die ist... Oh! Ich frag mich, was das ist. So ein Felsen oder sowas. Keine Ahnung. Ich will es auch ehrlich gesagt nicht wissen. Ich weiß, vor allem habe ich noch nicht ganz rausgefunden, wo wir sind. So. Ja, ab dieser Stelle muss ich, habe ich dann abgebrochen, weil ich hier mit dem Baumstamm, ich bin dort ständig runtergefallen. Ab da an habe ich dann auch nicht mehr weitergespielt. Also weiter habe ich keine Ahnung, wie es weitergeht. So, ich kletter hier hoch. Schwing mich wie Tarzan wieder auf die Äste. So. Ich weiß gar nicht, warum ich immer springe. Nein! Achso, okay. Ich dachte, ich sterbe jetzt wieder. So. Hallo. So. Hangeln, hangeln. Und zack. Der springt immer. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Wo war das nochmal? Das war... Hier, genau. So, hier kommen wir nicht weiter. Da! Zu springen, Junge! Für die, die jetzt auch die Achievements sammeln, ich zeig euch gleich mal, hier hinten ist noch eins. Da schwingen wir uns rüber. So, so. Und dann rüber hier. Da ist diese weißen Dinger, diese Explosion-Dinger. Und für jedes Mal, ich schätze mal, dass für jedes Mal ist, wenn du die zerdrückst, gibt es ein Achievement. So. So, jetzt ganz vorsichtig. Nein! Oh Gott. Das war Glück. Ho, ho, ho. Puh, okay. So. Jetzt müssen wir den hier sicherlich rüberschieben. Ich glaube, noch ein Stück. Noch ein Stück. Und der Typ hier, der kann ja auch nicht schwimmen. Also das heißt, wenn du in Berührung mit dem Wasser kommst, beziehungsweise wenn du untergehst, stirbst du auch. Und ich habe jetzt absolut keine Ahnung, was uns jetzt erwartet, denn ab hier habe ich nicht mehr gespielt gehabt. Und dort oben hängt eine Falle. Seht ihr die? Diese Bärenfalle? Was die zu bedeuten hat? Igitt! Alter, was bist du denn? Das ist eine Spinne! Das ist eine Spinne! Aber wie komme ich denn? Kann ich hier dran vorbeilaufen? Nein. Nein, steh auf!
Ike, die hat uns. Können wir noch aufstehen? Nein, wir sind tot. Hä? Und wie komme ich da dann sonst vorbei? Bist du ein hässliches Vieh? Zum Glück habe ich auch keine Spinnenphobie. Du bist ekelhaft. Vor allem, das ist ein Junge, ne? Und jetzt guck dir mal die Spinne an, wie riesig die ist. Sind wir in so einer Zwischenwelt, so etwas? Oder sind wir in Ameisengröße? Sind wir Ameisen vielleicht? Irgendwas knallt. Oben hängt noch die Falle. Vielleicht müssen wir die Spinne ja dorthin locken. Komm mit. Da ist schon... Ach so. Okay, warte. Vielleicht muss die Spinne ja dort reinlaufen. Da, bitteschön. Nein, okay. Also ich habe verstanden. Noch ein bisschen nach da. So geht das also. So geht das also. So geht das also. Ah, die muss noch ein bisschen weiter nach links. Ekit. So, und jetzt? Weg. Mist. Noch ein Stück. So, jetzt aber. Komm. Mist! Immer noch nicht. Okay. So, zurück. Knapp. Knapp, knapp, knapp. Komm hoch. So, jetzt aber. Mensch! So, jetzt aber wirklich. Ja! Oh! Ich glaube, das ist... Alter, die hat nur noch einen... Die arme Spinne. Na komm, Mensch, streck deine Fühler aus. Komm vor. Oh, und da haut die ab und lässt uns mit der Falle alleine. Wie geht's? Das war das Schlimmste jetzt im Spiel. So, wo kommen wir jetzt hin? Igitt, was ist das hier? Was ist das? Nein, 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 nein! Ich hänge fest! Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr! Nein, ich hänge fest! Ich hänge fest! Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott!